Es war eigentlich eine typische Wahlkampfveranstaltung der AfD am Mittwochabend im hessischen Viernheim. Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel schimpfte auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und bezeichnete die AfD als den einzigen Anwalt der Sparer, Rentner und Kinder. Je schärfer ihre Thesen, desto größer der Applaus. Doch dann wurde Weidel, die bekanntermaßen mit einer Frau zusammenlebt, persönlich. Außerdem ziehen wir gemeinsam zwei Kinder auf. Der eine oder andere hat jetzt schon gemerkt, wovon ich rede. Und den Rest erfährt er jetzt von mir. Ich bin homosexuell. Ich habe jetzt extra gewartet, aber es scheint, niemand steht auf, um zu gehen. Ja? Das ist etwas verwunderlich, denn die AfD ist doch eine homophobe Partei. Das lese ich täglich. In Viernheim bekam Weidel für diese Worte lauten Beifall. So, kein einziger, der es nicht erträgt, dass ich mein Leben mit einer Frau verbringe. Puh, vielen Dank. Ansonsten verlief auch diese Wahlkampfrundgebung der AfD wie viele andere zuvor. Wichtige Themen: Asylpolitik, Ausländerkriminalität und Islam und die Aufforderung, am 24. September beide Kreuze bei der AfD zu machen.